Hey, Sarge, have fun babysitting the ship. Don't wait up! Listen, lady, I'm just trying to do my job here, not join the Flower Patrol. Every life on this planet is precious. Except that one. Nobody touch anything. Hallihallo zur ersten Folge von Let's Play Wildstar und ich freue mich darauf, das euch zeigen zu dürfen und da danke ich doch schon mal ganz herzlich für diesen Beta-Key, den ich zugeschanzt bekommen habe von TGN und finde ich schon mal super, ja, und freue ich mich auch richtig drüber. Und jetzt kann ich es euch natürlich auch zeigen und ihr habt ja schon im Intro gesehen, was Wildstar so alles kann. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Selbstironie, was mir extrem gefällt. Ansonsten die Grafik ähnelt doch sehr WoW, bloß mit so einem kleinen Cowboy-Touch irgendwie. Und finde ich sehr interessant. Ich habe, ihr seht schon, Zwergos, ne, habe ich schon mal erstellt. Das ist so mein Offscreen-Char, mit dem ich mal ein bisschen rumlaufe. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was hier noch kreieren, ja, und auch selber mal machen. Und ich würde sagen, wir machen einen Warrior und zwar einen Soldier, also mal richtig was auf, ne, hau drauf, ordentlich auf die Nase. Und da möchte ich einen Granok machen, ja, der hier, nicht, vielleicht nicht ganz der hier, aber so ähnlich. Und zwar möchte ich sagen, Freestyle. Facestyle. Freestyle? Nein. Ja, wir wollen mal gucken, wie der denn so im Ganzen aussieht. Wir erstellen jetzt hier mal wild rum. Müssen wir mal so ein Grundkonzept haben, was mir schon mal taugt. Schaut doch ganz nett aus, der Bursche. Ja, der nicht so. Ja, sowas. So ist es in die Richtung. Bloß der hat ein bisschen was im... Hat er irgendwie einen komischen Kopf? Ja, wir brauchen noch irgendwas hier. Also irgendwie... Schau doch mal her, der hat doch noch einen Kopf. Ja gut, ist ja auch ein Fels, ne? Der Typ. Ah, so schaue ungefähr ich aus, ne? Also genau so, ja, nicht anders. Jetzt machen wir ein bisschen anderen Kopfform. Machen wir da raus. Oh yeah. Na, wenn dann Bürste, ja. Bürste ist nämlich gut in diesem Spiel. Und jetzt schauen wir nochmal, was können wir dann noch machen. Bart braucht er auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht unbedingt so.
Was war denn da? Braune Augen. Ah, so, nee, so nicht. Vielleicht so ein bisschen. Obwohl, ordentlichen Schmodder im Gesicht, ja, ist nie verkehrt. Was ist das? Crystal Color. Haben wir keine. So, gucken wir mal. Ja, also manche Dinger schauen ja echt nicht gut aus, ne? Aber manche, ja, so ist doch nett, oder? So finde ich das gut. Und dann würde ich sagen, Accept. Und wir nennen den guten Mann hier, mal gucken, ob der Name schon vergeben ist. Nennen wir ihn Zwerg. Jetzt bin ich ja gespannt. Vielleicht gibt's den schon. Oder nicht? Oder doch? Das Spiel neigt ab und zu dazu. Nein, den gibt's noch nicht. Wunderbar. Das Spiel neigt dazu, hin und wieder mal so ein kleines bisschen die Verbindung mit dem Server zu verlieren. Aber okay. Aber jetzt halte ich die Nase. I'm sorry, sir. Our last jump to the Nexus system overloaded the reactor in that section. This ship is more than 3 centuries old. Just find that cryopod. She's got to be there. Sadie. Sadie Brightland. I know the name, Mr. Brightland. Just call me Deadeye. Now quit arguing and get my wife out of cryo. Internal sensors are out. Ship's records are unreliable at best. Wait, I think I found it. A functioning pod. Firing up the retrieval systems. Magnetic clamps released. Lucky for you, you found her. Sadie, darling. Hey, hey, be careful. Sorry. The hydraulics are leaking. Hold on. Damn. The records were wrong. This isn't her. She's in a different silo. Fine. Then whoever you just woke up is gonna help me track her down. Reanimation nearly complete. All vitals look solid. Good. We're gonna need every able-bodied exile we got. So, und wir spielen jetzt einen Exile, ja. Und da, das ist eine der beiden Fraktionen, sowas wie Allianz und Horde, wie ihr es vielleicht von WoW schon kennt, ja. Und das ist so die Rebellenfraktion. Es gibt noch das Dominion, so eine Art militärische Übermacht, die alles platt macht in Wildstar. Und ansonsten, ja, wir spielen halt so einen Rebellen, der hat hier ein paar Fähigkeiten, ein paar gute, ein paar schlechte, wie auch immer. Und wir haben jetzt wohl den Auftrag, die Frau von dem guten Mann hier zu retten oder zu finden zumindest. Und ansonsten, was ist Wildstar? Wildstar ist ähnlich wie jetzt Massenmultiplayer-Spiele wie WoW oder Eve. Ja? Ihr könnt, ihr müsst sogar bezahlen monatlich, um das Spiel spielen zu können. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, mit Ingame-Währung sich Spielzeit zu erkaufen, ähnlich wie es die Plexen in Eve Online sind. Und das finde ich doch schon mal eine coole Idee, richtiger Schritt in die richtige Richtung, finde ich, bei solchen Spielen, dass man eben auch, wenn man wirklich gut ist, auch seine Spielzeit sich quasi bezahlen lassen kann mit Ingame-Währung, was ich in Ordnung finde. Und jetzt quatsch mal erstmal mit dem. I wanted to ask for help, but I got no damn choice. Ja, wir kriegen diese Texte mal durch, sonst führt das hier zu weit. Und wir sollen dem guten Mann wohl hinterherlaufen. Und das machen wir auch. Und jetzt sollen wir da hingehen und das berühren. Und diesen Main Power Generator. So. Jetzt läuft das Teil. You found her. Sadie, can you hear me? Everything's gonna be okay. Und wie ihr seht, das Ding hier ist noch wohl nicht mehr so ganz frisch, ja, also da ist ziemlich im Eimer. So, und wir sollen jetzt hier rübergehen. Das wieder Kontrollen. Ja, das ist halt jetzt alles Tutorial im Endeffekt. Ein bisschen mit dem Spiel, lauf links, lauf rechts, so nach dem Motto. So richtig geht's erst los, wenn wir mal anlanden. She's got the cryo sickness. We need to get her to Medbay and fast. Okay, Medbay.
Was sollen wir jetzt machen? Achso, hinterherlaufen wahrscheinlich. Ride the tram, okay. Laufen wir dem guten Mann einfach hinterher, der wird schon einen Plan haben, wo es lang geht. Da schaut er aus, als wäre das hier der richtige Weg. Und hier liegen schon ein paar. Die haben es wohl hinter sich. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, Ja, wie gesagt, jetzt, also, das ist Wildstar, so jetzt momentan die Zukunft. We'll be there soon. Gotta admit, friend, I'm surprised we made it this far. Us exiles, we've been on the run from the Dominion for a long time. And this old ship's on her last leg. Strange to think that we might just finally get a new home. I wouldn't exactly call myself personable, but I feel like if we all just stick together, we might just be okay. And I ain't above shooting anyone who thinks different. It looks like we're here. I'm obliged for your help, friend. Glad I didn't kill you. Na, da bin ich auch sehr froh, dass er das nicht getan hat. Ansonsten momentan gibt's eben nur die englische Sprachausgabe, sonst hätte ich euch natürlich auch schon die deutsche Sprachausgabe präsentiert. Leider gibt's sie nicht, auch die Untertitel gehen hier momentan noch nicht. Aber das ist jetzt nicht so wild, wir kommen ja irgendwie hier rum und klicken uns hier so vor einem Ding zum nächsten. Und wie gesagt, den lesen tue ich jetzt auch nicht, wir wissen ja dann immer, was wir tun sollen. Und wir sollen jetzt mit dem Sergeant, mit der Sergeant Kara reden. Okay, und wir haben eine neue Knarre bekommen. Oder, nee, ein Schwert. Naja, okay. Schön ist anders. Und jetzt sollen wir hier mal ein paar von den Jungs frisch machen. Ja, würde ich sagen, kriegen wir hin, oder? Ja, geht auch schon ganz gut. Wie gesagt, auch einsammeln könnt ihr klicken oder V drücken. Und hier unten laden wir so eine Art Rage-Funktion Bar-Dings auf, ja, und können dann natürlich auch hier hier, Moment, was ist da? Achso, da müssen wir hin. Ja, und können dann auch Spezialangriffe fahren und so Zeug. Ja, also ich denke mal, das kennt ihr alles von anderen Rollenspielen, die ihr bisher gespielt habt. Ja. Thank you. So, wie gesagt, ich klicke das jetzt mal durch, damit wir dieses Menü relativ zügig überspringen können. Ich meine, ihr kriegt ja jetzt schon mal so einen ersten Grundeindruck, wie das denn hier aussieht und na, das ist doch schon mal für so ein Tutorial gar nicht mal blöd. How are things going out there? So, wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwann noch dieses etwas seltsame Kampftraining machen. Erstmal hochgucken. Talk to me, pal. You got another round in you? They ain't too far from here. We got a new home to fight for on Nexus. Ja, jetzt haben wir wieder mit 1000 Leuten quatschen. Hey, just the person I wanted to run into. We'll never go back to Nox. Nexus is home now. Und wieder mit den nächsten Leuten hier quatschen. Wie gesagt, nur schnell hier durchklicken und dann sind wir schon fertig damit. Hoffentlich. Irgendwann. Ah, können wir auch nicht weg. Was hat der so sagen? Any progress? For the exiles. Okay. Also doch jetzt. Auf geht's! Würde ich sagen, das Command Deck. Und hier ist doch mal ziemlich viel Rot unterwegs. Wow, wow, wow. Schüttelt uns noch mal ganz schön durch das Commander Ding. Commander Stonebreaker, we've arrived in the Nexus System. Stabilizers read go for geosynchronous orbit. Preparing to launch Expeditionary 4. Warning, impact detected. Hostile ships now in range. They're under attack! Battle stations!
Battle Station? Was machst du da? It's skullcracking time. Start talking, recruit. Oh, yeah. Level up. Way to go, cupcake. Und ich denke mal, wir sollen jetzt hier irgendwas killen. So, ein Schild haben wir auch bekommen. Schön. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen ausgerüstet und können hoffentlich mal in die Schlacht ziehen. Also eine richtige. Oder so ähnlich. Also wir folgen dem Typen einfach mal. Der wird schon einen Plan haben. Und dann hoffentlich machen wir mal hier ein paar Leute fresh. Oh, hier kriegen wir ein bisschen was eingeschenkt. Und hier dürfen wir scheinbar noch nicht weg. Also wir sollen hier mal ein paar Leute noch uns klar machen. Ich würde sagen, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Oh, das läuft schon. Jetzt kommen wir mal ein bisschen raus, dann haben wir mal ein bisschen mehr Überblick. Okay, wir brauchen mehr Kraft. Oh, ach so, das ist eine Kombo. Ah, verstehe. Ja, wir kriegen die noch nicht fertig, weil die Gegner halt einfach ja, eher so Dummies sind, ja, zum Üben. Wir können auch noch in diesen Modus hier reingehen, in den Onslaught-Modus. Und wir können hier unseren Quest gleich abschließen, wunderbar. Teleporten. Nehmen wir dann noch mit. Erfahrung gibt es hier auch nicht für. Was ich ein bisschen schade finde. Weil das Spiel eigentlich auch ganz cool ist. Aber wir kriegen noch genug Gefechte, habe ich so im Gefühl. Ah ja, da ist er ja. Sure, let's talk. The next part's gonna be more fun than a bag of razor tails. Okay, wir sollen hier irgendwelche Bömpchen noch zerlegen. Komm schon. Ich denke mal, die sind hier oben. Ah ja. Machen wir das halt. Das sind halt so diese typischen, ganz normalen Quests, wie ihr aus jedem anderen MMO auch kennt. Und auch, oh Mann, bin ich geschickt manchmal. Ja, geh dahin, mach das aus, interagier mit irgendwas, kill irgendwas. Das ist ja ganz klar, ne? Wie könnte es auch anders sein in einem MMO? Ja, ich meine, das ist ja, wäre ja sonst auch ein Stilbruch irgendwie mit dem Genre. So, auch schon wieder erledigt. Auf jeden Fall, was ihr in Wildstar auch noch machen könnt, ist, achso, wie soll denn das Ding jetzt mal ausschalten, oder was? Ist ein Haus bauen. Ihr könnt tatsächlich euch ein Haus hier in Wildstar irgendwie errichten und da, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Wo sollen wir da hin? 15, achso, wie geht denn das? Ach, können wir das? Hier irgendwie? Ah ne, da oben ist eine Plattform. Verstehe. Die kommt von da, okay. Mhm. Ja, also ihr könnt ein Haus bauen, ihr könnt es euch komplett individuell einrichten und habt dann die Möglichkeit, eben eure Freunde einzuladen. Ihr könnt dort ein Feld beispielsweise bestellen, ja. Was auch sehr cool ist. Ihr könnt ein Mining betreiben und so weiter. Ihr könnt eine eigene Mine einrichten. Also, da geht schon wirklich was. Vielleicht kriegen wir es noch in diesem letzten Test auf die Reihe, dass man uns vielleicht, also dass wir das alle mal ein bisschen erleben können. Bin gerade ein bisschen, wenn ich sowas spiele, immer ein bisschen verwirrt, ja, ihr merkt das. Und da bin ich gespannt drauf. Sollen wir hier zum nächsten Teil gehen? Da haben wir ein Büchlein, okay. Hin schnell. Oh. Schön. So. Können wir jetzt endlich, ach ne, da hinten ist noch ein Büchlein.
will nämlich endlich auf die Oberfläche, damit ich euch mal das Spiel so wenigstens im richtigen Spielverlauf zeigen kann. So. Ich kann wahrscheinlich da hinten noch ein Büchlein. Okay. Einmal quer durch. So. Jetzt können wir das Ding endlich benutzen. Das ist nämlich nicht mehr so doof. Ja, versteht ihr? Gut, nächstes Quest fertig. The time has finally come. As the Nexus project begins, we embark on the greatest scientific experiment in the long history of our people. And if we are successful, then we will have achieved what others have only dreamed of. We will have altered the destiny, not just of the Elden, but of the universe itself. So, und was auch immer da jetzt für ein Gerät runtergekommen ist, es kann nichts Gutes sein, so wie das aussieht. So, und jetzt gucken wir mal, hier sollen wir mit dem Typen quatschen da. Tell me how you're doing. Mit der Tussi, Entschuldigung. So, also. Voices of the trees and Orin left behind on Arboria. Schauen wir mal, was ist das? Okay. Huch. Ich glaube, das ist eher das, was wir töten sollen. Ah, und jetzt geht auch mal ein bisschen was. Und ihr seht schon, diese Moves sind auch schon sehr cool, finde ich. Also ich meine, gut, das ist jetzt der Standard-Move, aber wenn man so mehrere Sachen machen kann, finde ich schon ganz cool. Und hier haben wir nochmal einen Saboteur. Den erledigt. Ah, zwei sogar. Ja, den geben wir es mal richtig. Na? Schön. Geht auf jeden Fall bedeutend schneller als mit dem anderen Charakter, den ich hier habe. Also merkt man schon, da ist es halt ein Warrior, ne? So, ich vermute mal. Achso, wir sollen die zu einem sicheren Platz führen, wo auch immer dieser sichere Platz sein wird. Oh, da ist ein anderer Spieler scheinbar. Ja, probieren wir es doch mal hier aus. Kommen die hinterher? Ja. Gehen wir sie einfach mal hier ab. Nicht? Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir sie halt da vorne ab, da wo dieses riesengroße grüne Symbol ist. 7 Meter? Nee, das kann es nicht sein. Doch, wir müssen dahinter. Aber halt wesentlich weiter. Das ist auch schön, dass man immer so Wegpunkte angezeigt bekommt, wo man dann da tatsächlich hin soll. Gut, schön, auch erledigt. Okay? Great job. So, jetzt haben wir wieder was bekommen. But we're not out of the woods yet. Hilft uns auf jeden Fall auch wieder. Neue Schüchen. I'm entrusting you with the hope of the Orin people, okay? Also das ist auf jeden Fall wirklich eine Erleichterung. Ja, man kann einfach hier draufklicken. Wo soll ich hin? Alles klar, 60 Meter, kein Thema. Laufe ich hin, kriege ich meinen Quest, mein was auch immer. Ja, das ist echt schön. Das finde ich klasse. Das fehlt mir in manchen anderen Spielen. Da muss man das immer mit irgendwelchen Mods noch installieren oder irgendwelche Anpassungen machen. Und so ist das doch schon mal hier. Zack, wunderbar. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß alles, was ich machen muss. Dann brauche ich mir theoretisch diese Quests eigentlich auch gar nicht mehr durchlesen. Es sei denn, ich möchte natürlich. So, jetzt schenken wir den Sumpf mal ordentlich ein hier. Ja. Turret kann uns natürlich nicht aufhalten. Wäre auch noch schöner. Hier, kommt mal. Ihr wollt auch aufnehmen, ich mache dann. So, zack, nochmal ordentlich reinhauen. Das war es nämlich schon. Ah, da sind noch welche. Hallo! Na, wie geht's so? Na, dem. Okay, der ist auch weg. Und wir haben wieder was Cooles bekommen. Gleich mal anschauen und gleich mal anziehen. Wunderbar.
und dann... Ach, den Typen, wenn es ja sonst nichts ist. Ja, kein Thema. Er ist auch nur bestimmt 10-mal größer wie ich. Aber den holen wir uns, den Kumpel. Na, so, zack, hin. Achso, da war unser Kumpel hier früher dran. Oder unsere Kumpeline in dem Fall. Die hat schon ein bisschen... Ja, was bist du? Okay. Hier haben wir noch Menschen. Einen Exilmenschen. Ja. Bisschen klein, der Typ. Ja. Kann man auch auf den Kopf spucken. Hier, da, schau her. Na gut. Da ist er ja, der Kumpel. Und jetzt gehen wir gleich mal in diesen Rage-Modus. Und schenken dir mal ordentlich ein, dem Kumpel. Das war's auch schon, glaube ich. Und wir sollen wieder zurück. Machen wir doch, kein Thema. Aber auf jeden Fall kann der schneller rennen als wir. Dim, 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 dim. So, jetzt haben wir es doch gleich. What happened? I'm sure I'll see you around. Oh yeah. So. Nun? Können wir mal ein paar Quests machen? You may speak freely. Dann kriegt ihr es halt auch nochmal ordentlich, wenn ihr es unbedingt wollt. Ja, so, tschüss. Ah, was ist das denn? Oh, war das etwa ich? Those exiles are counting on you, soldier. Defend them at all costs. Na klar, machen wir doch. Kein Thema, wenn wir ordentlich irgendwo einschenken dürfen. Feeling proud of yourself? Well, don't get cocky. You still got people to protect, so keep your eyes open. So, kurzen Blick. Guess you know how to use that weapon. Well, keep it up, because you got more hostiles and they're coming in fast. Ah. So. Dich kriegen wir auch noch. So. I'm reading a huge enemy signal heading your way. Put whatever it is in the ground. You knocked the slag right out of him. Those people owe you. Okay, wir sollen vielleicht nicht im Feuer stehen bleiben. Wäre vielleicht etwas besser. Oder ist es hier irgendein Buff? Ach, das war irgend so ein Debuff-Dings. Ah, okay. So. Dann wieder zurück zum Teleporter. Das ist oben. Dann laufen wir nochmal so rum. Dann sollten wir das irgendwie hinbekommen, habe ich so im Gefühl. Gucken wir mal. Teleporter. Kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben es jetzt fast. Also ich glaube es. Was seid ihr denn? Egal, wir machen es mal. Achso, das ist eine Erklärung. Okay. Auf geht's. Zack, ein bisschen quatschen. Besseres Schwert nehmen wir immer. Okay, schaut nicht besser aus, aber ist besser, habe ich mir sagen lassen. Und wir laufen natürlich konsequent in die falsche Richtung. Wer hätte das gedacht? So, auf geht's. Ich möchte noch schnell anlanden, bevor wir diese Folge dann nun endlich dann auch beenden. Also was heißt endlich, ne? Eigentlich, wir spielen ja weiter, aber halt nicht heute. Ne? Vielleicht am Morgen, vielleicht übermorgen, aber ich auf jeden Fall die Tage. So, okay, noch kurz quatschen.
Und solange wie es halt dauert. Zack, Level up, ordentlich. So, Commander, okay, dahinter. Ein bisschen über die Bank reinhüpfen. Muss ja auffallen. Hilft ja nichts, ne? Ist ja wie bei YouTube auch. Irgendwie muss man auffallen. Und? FCON Command needs your help. Ja, ja, ja. And FCON Command is me. Zack, so. Ab geht's. Dispatch to FCON Drop Pod 17. Y'all are clear to launch. Next stop, Planet Nexus. You're heading for a rescue op in the Northern Wilds. So keep them weapons hot. So, und dann kommen wir wohl heiß runter. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir sind angekommen. Ist ein bisschen frostig hier. Und da sollten wir uns vielleicht mal irgendwas Manteliges anziehen, ja. Aber schaut doch schon mal ganz nett aus. Oder auch nicht. Aber Hauptsache, naja, gut, Schnee bräuchte ich jetzt auch nicht mehr. Bevor wir jetzt mit dem quatschen, habe ich jetzt so den Plan. Wir machen jetzt für diese Folge einfach mal einen Schluss, ja. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, ja, dass mal so die Tage weitere Folgen kommen von Wildstar. Ich bin auch ein bisschen gespannt, was da eben so noch alles auf uns zukommt. Ich glaube, das wird eigentlich ganz lustig. So die ersten Moves waren eigentlich schon ganz cool. Wir kriegen auch noch mehr Moves. Und ihr seht schon, da geht dann insgesamt nochmal, ich kann euch das nochmal kurz die Menüführungen zeigen. Und okay, aha, ich denke, das ist alles ganz klar. Jetzt machen wir nochmal hier Volunteer, kann man mal so als Titel wählen. Reputationen, das kennt ihr alles. Irgendwelche Mounts, irgendwelche Reittiere oder wie auch immer. Ja, hier in euer Inventar, da könnt ihr auch wieder mit Taschen auffüllen. Also da habt ihr die Möglichkeit irgendwie, genau hier, Bags noch auszurüsten. Irgendwelche Gems, irgendwelche Crafting-Dingers. Also wie ihr es halt eben von anderen großen MMORPGs auch kennt. Ja, das ist eigentlich alles ganz, ganz cool. Hier habt ihr schon mal so ein paar Sachen, die man bei WoW zum Beispiel als Mod einbauen muss, damit man solche Anzeigen bekommt. Euer XP, euren Weg. Ja, der Weg ist ja hier quasi so eine Art Spezialisierung. Wir haben jetzt Warrior genommen, deswegen auch dieses Symbol hier. Da gibt es natürlich dann auch noch die Tags, dann gibt es noch die Engineers. Also eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Und hier die Social Media Zeug, also hier könnt ihr nochmal die ganzen Einzelinterfaces aufrufen, mal gucken, könnt ihr anpinnen oder abpinnen, wie ihr wollt, ja. Also auf jeden Fall schon mal sehr cool, finde ich schon optisch ganz schick. Okay, bevor wir jetzt hier die nächste halbe Stunde noch weiter labern, würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.